Zweiter Spieltag in der Penny DEL und das beste Heimteam der vergangenen Saison. Mit dem ersten Heimspiel, die Schwenninger Wild Wings empfangen den Vizemeister aus Bremerhaven, die Fishtown Pinguins. Also gleich mal eine richtig schwere Aufgabe. Und die Gäste in den weißen Trikots von Beginn an da. Erste Möglichkeit durch Verlitsch. Der abgefälschte Schuss landet dann letztendlich am Außennetz. Die Mannschaft von Alex Sulza mit einem Sieg am Freitag gestartet, musste dann zusehen, nicht in Rückstand zu geraten. Ben Marshall mit der besten Chance für die Gastgeber, aber auch der landet letztlich am Außennetz. Und Schwenningen kam immer besser in die Partie. Zwei Minuten vor dem Ende des ersten Drittels dieser Konter. Super Pass auf Uvira und der mit der Riesenmöglichkeit und eine ganz wichtige Parade von Maximilian Franzrepp. Da geht der Schoner runter, der dann den Rückstand verhindert. 0:0 nach 20 Minuten. Alex Sulza, na, noch nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er weiß aber eben auch um die Schwere dieser Aufgabe hier in Schwenningen. Zweites Drittel, die Bremerhavener dann druckvoller. Und diese Druckphase nutzen sie durch Philipp Brugisa. 28. Minute, da haben sie die Wild Wings im eigenen Drittel eingeschnürt. Zuspiel von Weise und dann Philipp Brugisa mit einem Philipp Brugisa-Tor. Eiskalt abgezogen von der blauen Linie. Danach kamen die Wild Wings zurück. Kurz vor Ende des ersten Drittels versuchten sie es nochmal und sie wurden belohnt. Murray auf Karatschun, der Ausgleich. 5,1 Sekunden vor dem Ende. Natürlich auch moralisch. Ein ganz wichtiger Zeitpunkt für diesen Treffer, eingeleitet von Uvira. Murray legt weiter und dann Karatschun, der Vollstrecker. 1:1. Nach 40 Minuten passte den mitgereisten Bremerhavener Fans natürlich nicht so. Im letzten Drittel dann zwei Powerplay-Situationen für die Gäste und richtig gute Möglichkeiten dabei. Aber immer wieder Joachim Eriksson, Endstation, erhielt seine Mannschaft im Spiel. Das Ganze auch nochmal 5 Minuten vor dem Ende. Wieder Powerplay und wieder haben sie Druck, die Bremerhavener, aber wieder bekommen sie die Scheibe nicht über die Linie. Powerplay an diesem Nachmittag kein Entscheidungsfaktor. Beide Teams konnten ihre Situation nicht nutzen. Dann nochmal die Gastgeber. 3 Minuten vor dem Ende. Eine Kontermöglichkeit. Spink auf Beul und der setzt das Ding ans Kreuzeck. Die Riesenmöglichkeit, die Partie noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Blieb beim Unentschieden, deswegen ging es in die Verlängerung und dann kam Tyson Spink mit dem Game Winner. In der letzten Saison hat er 6 davon gemacht. Er macht nahtlos weiter. Klasse Bewegung gegen die Laufrichtung. Franz Repp geschlagen und Tyson Spink sorgt für den ersten Saisonsieg seiner Wild Wings. I don't really remember much of it, honestly. I just kind of remember having a bit of a 3-on-2 there. Trivi put it up. I knew the guy kind of backed off a bit, so I just tried to cut to the middle and then shoot it as soon as possible. And luckily enough, it went in. I mean, I think we had a chance enough to win this game. We had a lot of 2-on-1s and 3-on-1s, but we couldn't score on those ones. And then it goes how it goes here in the third. It is what it is. Also Tyson Spink mit seinen Gedanken zum Siegtreffer schnell in die Mitte gezogen und dann rein das Ding und Max Jürz, der Ex-Schwenninger. Ja, seine Mannschaft hatte genug Chancen, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. So ist es am Ende nur 1 Punkt. Schwenningen schlägt Bremerhaven nach Overtime. Live bei Magenta Sport.